Der neue bzw. das Facelift des Seat Ibiza wurde bereits im Mai diesen Jahres vorgestellt und konnte vor allem mit einer überragenden Konnektivität überzeugen. Jetzt haben die Spanier auch in Sachen Leistung nachgelegt. Das ist er, der neue Seat Ibiza Cupra, der derzeit stärkste seiner Art. 12 PS und 70 Newtonmeter mehr als der Vorgänger. Dazu deutlich mehr Hubraum und allerlei knackige Features, wie zum Beispiel neues Fahrwerk, Sperrdifferenzial oder neue Lenkung. Alles, um den kleinen Spanier, so wie wir ihn bisher kennen, noch zorniger zu machen. Aber auch optisch wurde nachgeschärft. Genau wie beim Standard Ibiza wurde auch die Cupra-Version nur leicht angefasst. Kantige Linien, Wabenoptik im Grill, serienmäßige Big Xenon-Scheinwerfer, 17 Zoll Felgen, schwarz lackierte Außenspiegel und ein im Verhältnis mächtiger Diffusor mit trapezförmiger Auspuffblende zeichnen den stärksten Ibiza aus. Innen fallen vor allem die Sportsitze auf, die, so viel darf man schon vorwegnehmen, nicht nur toll aussehen, sondern richtig guten Seitenhalt bieten. Jetzt aber mal zu dem, was ihn wirklich ausmacht, dem Motor. Der alte 1,4 Liter mit 180 PS wurde durch einen 1,8 Liter Motor, den man auch bei Audi in Gebrauch hat, ersetzt. Der Vierzylinder leistet 192 PS und hat ein maximales Drehmoment von 320 Newtonmetern. Damit sprintet der Ibiza in unter 7 Sekunden auf 100 und schafft maximal 235 km/h. Zum Vorgänger ein mächtiger Gewinn. Die 12 PS und vor allem die 70 Newtonmeter mehr, die merkt man richtig deutlich hier in dem nur knapp 1200 Kilo leichten Ibiza. Der kleine Spanier, der hat gerade untenrum richtig Druck auf dem Kessel. In den höheren Drehzahlbereichen lässt das ein bisschen vermissen. Trotzdem ist er ein echter Kurvenräuber, wenn man denn hier unten die Sporttaste betätigt. In dem Modus wird denn Einfluss genommen auf Gasannahme, Lenkung, Dämpfer und Sound. Alles wird geschärft, aber gerade letztere, der Sound, der ist ein bisschen dünn für meinen Geschmack, hätte man da ein bisschen mehr machen können. Wichtig, wenn man im Sportmodus Spaß haben will, sollte man das ESP auf Off stellen. Das geht nicht komplett, aber zumindest nervt jetzt nicht mehr ein stetes elektronisches Nachregeln und das Fahrwerk sowie auch das Sperrdifferenzial bekommen ein bisschen was zu tun. Was wirklich toll ist, ist, dass der Ibiza, obwohl er so viel Kraft an der Vorderachse hat, nicht dazu tendiert, über die Front zu schieben oder zu scharren. Das liegt vor allem daran, dass die Gewichtsverteilung rund 62% zu 38% komplett auf die Front ausgelegt ist. Und damit hat der Ibiza fast in jeder Situation beste Traktion. Anders als bisher und auch anders als beispielsweise im Polo GTI gibt es den Ibiza Cupra nur noch als 6-Gang-Handschalter. Das spart Gewicht und hat auch einen weiteren großen Vorteil. Die Automatik schafft nämlich die volle Kraft gar nicht. So muss zum Beispiel bei einem Polo GTI mit dem gleichen Motor das Drehmoment gedrosselt werden auf 250 Newtonmeter. Hier in dem Ibiza mit 6-Gang-Handschaltung, da können wir die vollen 320 Newtonmeter auskosten. Außerdem macht es in so einer kleinen Rennkiste viel mehr Spaß, die Gänge selber reinzuprügeln. Die Handschaltung, die ist okay, die Wege, die man geht, hätte ich mir für meinen Teil ein bisschen kürzer gewünscht. Was aber mega nervt, das ist diese Mittelarmlehne. Egal in welche erdenkliche Position ich die haue, ist die irgendwie immer im Weg und nervt nur. Aber der Ibiza soll ja auch komfortabel können und dann ist wieder alles im grünen, gemütlichen Bereich. Sportmodus ausgestellt und das Fahrwerk schluckt konsequent grobe Unebenheiten weg. Die Lenkung wird weicher und man kann in dem Ibiza wunderbar cruisen. Übrigens, das adaptive Fahrwerk sowie die elektromechanische Lenkung sind serienmäßig an Bord. Genauso wie Multimedia und Full Link, mit denen man sich beispielsweise mit seinem Smartphone, egal ob Apple oder Android, komplett vernetzen kann. Das alles kostet im regulären Ibiza noch extra. Der Einstiegspreis des Seat Ibiza Cupras, der sinkt um 700 Euro auf 23.060. Richtig günstig geht natürlich anders. Beispielsweise ist er immer noch 785 teurer als ein nackter Polo GTI. Dafür steckt natürlich aber auch eine Menge mehr drin. Wenn man das alles mal ausstattungsbereinigt sieht, ist er immerhin 600 Euro günstiger und sieht meines Erachtens auch nicht ganz so langweilig aus. Die Spanier haben eine stylische und spaßige Alternative in das PS-kräftige Kleinwagensegment geschoben, die sicherlich viele begeistern wird. Wie viele wird sich ab nächsten Jahr zeigen, wenn der Seat Ibiza Cupra im Januar seinen Weg zu dem Händler findet?